Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich bin Filmemacher und Fotograf. In diesem Video geht es um die Aufbewahrung des Foto- und Filmequipments auf kleinem Raum und um einen Schnittplatz. Ich habe die Herausforderung, dass ich in meinem Arbeitszimmer nicht viel Platz zur Verfügung habe, aber dennoch sehr, sehr oft an mein Foto- und Filmequipment herankommen muss. Denn ich bin ca. 1 bis 2 Mal die Woche beim Kunden, um Bewegtbild-Content aufzunehmen. Die Anforderungen wechseln sich ständig bei jedem Film- und Fotoauftrag, was ich eben in meinen Fotorucksack packen muss. Im Laufe der Jahre ist jetzt schon so viel Equipment zusammengekommen, dass das schon lange nicht mehr in 1 oder 2 Rucksäcke passt. Und deswegen ist es unheimlich wichtig für mich, da eine gewisse Ordnung und Struktur bei meinem Equipment zu haben. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich mich organisiert habe und vielleicht gibt es euch auch eine gewisse Inspiration, euer Chaos daheim aufzuräumen. Oder vielleicht seid ihr auch besser aufgestellt als ich, was die Ordnung angeht. Aber das System hat sich bei mir jetzt die letzten Monate ganz gut bewährt und jetzt werfen wir mal einen Blick in den Heiligen Gral. Mein Equipment, welches ich fast täglich benötige, bewahre ich in einem IKEA-Schrank auf, der heißt Besta. Hat mich 350 Euro gekostet und ist eigentlich wie gemacht für meine Zwecke. Schaut mal her. Tada! So, jetzt gehe ich mal auf die einzelnen Fächer ein und zeige euch, warum ich das auch so gemacht habe. Ja? Hier sind meine wichtigsten Objektive aufgebaut. Ich habe hier einen Weitwinkel mit 14 mm. Ein 16-35 Sony F4 Objektiv, ein 85mm für Porträtfotografie und auch ein 55mm für Porträtfotografie. In diesem Regal geht es hier auf der linken Seite um das Thema Ton. Ich habe hier Sennheiser Funkmikrofone und auch die Rode Wireless Go Funkmikrofone. Genauso auch noch Lavalier-Mikrofone und Aufnahmegeräte. Hier, falls es mal 4 Personen gleichzeitig sind, die ich aufnehmen muss. Das Tascam DR40 Gerät hat sich zum Beispiel bei Events sehr gut bewährt, wenn ich vom Mischpult selbst den Ton abnehmen muss, weil ich hier schön mich ans Mischpult anschließen kann und kriege dann den gesamten Sound auf der Speicherkarte hier gesaved. Hier habe ich noch meine Mavic 2 Pro, mit der bin ich auch sehr, sehr happy. Macht ein ziemlich geiles Bild und gerade für ja, Real Estate Videos oder irgendwelche Filmvideos kommt ihr mir sehr zu Hilfe. Also die Anforderungen ändern sich ständig im Filmbereich und das ist ganz gut für mich zumindest, alles Equipment vor Ort zu haben. Ja, gehen wir weiter. Hier sind üblicherweise meine beiden Kameras, mit einem filme ich ja gerade, aber hier, zack, habe ich noch die A7S II. Und hier habe ich noch einen Teleprompter von Padcaster. Den braucht man, wenn man nicht frei sprechen kann und vor Ort einfach ablesen muss, was man den Zuschauern sagen will. Hier sind verschiedene Stativplatten und mein geliebter L-Winkel. Und hier habe ich von ThinkTank eine SD-Aufbewahrungstasche. Die ist auch richtig geil, weil wenn ich eine SD-Karte voll gemacht habe, kann ich die nehmen, aus der Kamera rausnehmen und drehe die verkehrt rum rein. Zack, und ich weiß, dass die voll ist. Tolles Teil. Hier habe ich die 360 Grad Kamera, die Insta360 ONE X. Kommt mir bei vielen Drehs zugute oder auch nur als Drittkamera. Es ist ganz gut, die dabei zu haben. Hier habe ich mich so strukturiert, dass ich ja für Stative verschiedene Clamps aufbewahre oder was weiß denn ich, iPhone-Halterungen, Mini-Stativköpfe für kleine Kameras. Und das ist einfach Zeugs, das brauche ich nicht oft, aber es ist gut zu wissen, dass es da ist. Ja, und hier ein Regal weiter unten. Das habe ich so ein bisschen nach Fotoequipment aufgeteilt. Ich habe hier den Sony Blitz, diesen HVL60RM. Der ist stets geladen. Und was auch ganz geil ist, ist hier die Softbox to go. Die ist magnetisch. Genau. Hier ein Tethering-Kabel, hier mein Funkfernauslöser für die Sony-Kameras und hier befinden sich meine ganzen Filter und auch ja, der Filteradapter. Die Taschenlampe hier kommt mir vor allem bei der Nachtfotografie sehr zugute, weil die auch über Rotlicht verfügt und so nervt man keine anderen Astrofotografen.
Hier unten habe ich das Ganze nach Batteriemanagement und Kabeln einfach aufgeteilt. Mit dieser Box, sage ich mal, mit diesem Ladegerät kann ich meine Sony A7 III Akkus gleichzeitig laden und auch die Akkus, die kleinen von der A7 S2. Auch als dritte Möglichkeit habe ich hier einen USB-C-Anschluss, um meine Funkmikrofone aufzuladen. Ja, hier ist ein Powerbank, ein paar Batterien, die man ab und zu braucht. So, jetzt gehe ich mal runter. Hier unten habe ich noch mein Godox-Licht SL60W. Das ist ein sehr kostengünstiges Licht. Allerdings sind die Dinger sehr laut und ihr kommt da, wenn ihr damit filmen wollt, nicht drum herum, hier einen ultraleisen Lüfter einzubauen. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht und es hat auch erst beim zweiten Anlauf geklappt, weil ich nur einen leisen Lüfter eingebaut habe und keinen ultraleisen. Aber jetzt nehme ich gerade mit dem anderen Godox-Licht dieses Video auf und der Lüfter ist kaum zu hören in der Lampe. Das Sachtler-Stativ hier, da habe ich auch ein Video zu gemacht, ist mein Hauptvideostativ. Das ist eigentlich so das Beste, mit dem ich gerade arbeiten kann. Und hier ist noch so ein kleines Reisestativ, welches ich meistens in meinem Kamerarucksack dabei habe, um mich selbst noch zu filmen, wenn ich YouTube-Videos aufnehme. Das ist schön leicht, von Sirui ist das Teil, wiegt so glaube ich 1,6 Kilo maximal. Hier habe ich noch zwei leistungsstarke, ganz kleine LED-Lichter. Die kann man ganz gut mit einem Akku betreiben, beide. Und die eignen sich wirklich ganz gut, um dezent irgendwelche kleineren Sachen zu beleuchten. Hier oben befindet sich dann ein Videoslider von Rhino. Den brauche ich tatsächlich sehr oft, wenn es darum geht, Produkte irgendwie schön abzufilmen. Das leitet von links nach rechts, ist dabei mit meiner Handy-App verbunden. Da kann ich die Sekunden einstellen, also die Geschwindigkeit, wie schnell er von links nach rechts slidet. Ja, was ich nicht ganz so oft brauche, ist mein Ronin SC. Das ist ein transportabler Gimbal. Den kann man sogar ganz gut auch auseinandernehmen. Ja, ist rucksacktauglich, das Teil. Aber da kommt ganz, ganz wenig irgendwie bei mir in Verwendung, weil ich sehr vieles aus der Hand mache. So, was hingegen aber ganz wichtig ist, ist dieser Small HD Monitor. Die kleinen Displays der Sony Kameras sind bei Sonnenlicht so schwer zu erkennen und da kommt mir so ein Small HD Monitor sehr, sehr zu Hilfe, wenn ich den Fokus gut beurteilen will. Ja, und zu guter Letzt, hier habe ich noch ein paar Gorillapods einfach abgelegt, die ich sehr, sehr selten brauche, meistens nur für YouTube-Videos. Und dann hier oben habe ich noch einen Kamerakäfig für meine Sony A7 III Kamera. Brauche ich auch nicht so oft, aber ist ein gutes Ding zu haben bei manchen Themen wie bei der Sportfilmerei, wenn es um Skateboardfahren geht oder Freerunning, dann kann man dieses Teil wirklich ziemlich geil und stabil in der Hand halten. Hier von Edeltrone habe ich auch noch mal so eine Platte, da kann man schöne Produkt-Shots machen, die Overhead sind, quasi, dass die Kamera nach unten zeigt. Das ist auch ein ziemlich gutes Teil. Hier haben wir noch Nebel aus der Dose. Habe ich bis jetzt auch nur bei der Hochzeitsfotografie mal gebraucht, um hier eine ganz bestimmte Atmosphäre darstellen zu können. Also wird nicht so oft gebraucht, aber das Zeug wird nicht schlecht. Ja, und wie schon erwähnt, für mich ist es unheimlich wichtig, dass dieses ganze Equipment ziemlich nah auch an meinem Schreibtisch dran ist, damit ich da relativ schnell rankommen kann. Ja, da ist einiges an Equipment die letzten Jahre zusammengekommen, welches ich auch sehr, sehr oft in Verwendung habe. Also für mich ist es ein Werkzeug und klar, man muss aufs Geld schauen, aber ich habe auch nicht mit diesem ganzen Equipment angefangen, sondern das ist nach und nach zusammengekommen und hat sich gut auf 20.000 Euro jetzt in den letzten Jahren aufsummiert. Und es ist noch lange nicht alles an Foto- und Filmequipment. Diese Sachen wie Softboxen und andere Lichtstative, die stehen unten im Keller. Die brauche ich einfach nicht jede Woche. Da kann ich auch mal die paar Meter runtergehen. Jetzt mal zu meinem Schnittplatz. Also, wenn ich vom Kunden komme, dann mache ich immer eins als erstes, ich sichere meine Daten zuerst meistens zweifach auf zwei Festplatten
und fange gleich schon an, meine Akkus von der Kamera und von dem Tonequipment und vom Slider und so weiter aufzuladen, dass ich schnellstmöglich dann auch wieder alles strukturiert hier aufbauen kann und für den nächsten Dreh vorbereitet bin. Jetzt gehen wir noch kurz auf meinen Schnittplatz ein. Hier ist es auch so, ich möchte auf meinem Schreibtisch nicht riesen Unordnung haben. Das lenkt mich nur vom Arbeiten ab. Auch mein Handy liegt beim Schnitt nicht neben mir auf dem Arbeitsplatz, sondern irgendwo hinten in der Ecke, lautlos, dass ich es nicht sehe. Was aber immer auf meinem Schreibtisch liegt, ist mein Kopfhörer. Den brauche ich, um den Sound gut beurteilen zu können in den Filmen. Das ist der Beyerdynamic 770 Pro. Ich glaube, die 80-Ohm-Variante ist es genau. Habe ich auch seit bestimmt 7 Jahren im Einsatz. Verträgt sich gut, das heißt, ich habe keine Ohrenschmerzen, auch nach 1, 2 oder 3 Stunden Schnittarbeit. Und das ist mir unheimlich wichtig, neben dem guten Sound, den dieser Studio-Kopfhörer ausgibt. Gut, jetzt zu meinem Rechner. Mein Monitor ist ein älterer von LG. Der hat ein 21:9 Ultra-Wide-Display mit einem Thunderbolt 2-Anschluss. Mit diesem Monitor habe ich meine Timeline im Videoschnitt immer fest im Blick und das ist mir einfach wichtig, hier kreativ und gut arbeiten zu können. Das MacBook Pro habe ich verbunden mit dieser Thunderbolt Docking Station. Das ist die von CallDigit. Hier kann ich USB 3 Festplatten anschließen, auch USB-C Festplatten, meinen Monitor mit connecten und habe auch die Möglichkeit, hier auch SD-Karten reinzuschieben. Wenn ich meine Daten sichere, schmeiße ich die meistens hier auf die 4 TB SSD Festplatte. Hier verwende ich die von Samsung, die 860 EVO. Das ist eine interne SSD Festplatte in einem IC-USB-C Gehäuse. Hier stecken 2 Festplatten drin, da habe ich 16 TB. Das ist eine Western Digital MyDuo Kombination, die dient einfach nur zum Archiv. Von dem Teil habe ich aber noch 3 Stück drüben in einem anderen Schrank. Hier, das ist meine aktuelle Schnittfestplatte, das ist eine 1 TB Festplatte von Samsung. Die T7 ist es, die portable SSD. Und das ist hier mein Hack, den ich mir von anderen Filmemacher abgeguckt habe. Mit Crepe oder ja, mit Crepeband klebt die hier immer auf mein MacBook und so kann ich auch im Flugzeug oder irgendwie im Zug ganz gut arbeiten und ja, habe weniger Kabelsalat. Von der Firma Logic Keyboard habe ich hier noch so eine schöne Final Cut Tastatur. Mit der tue ich mich einfach viel einfacher beim Schneiden. Somit habt ihr jetzt einen kleinen Überblick bekommen, wie ich mein Equipment zu Hause lagere, was ich so tagtäglich bei Filmdrehs benötige und mit welchen Hilfsmitteln und Werkzeugen ich meine Videos schneide. Wenn euch das Video getaugt hat oder einfach auch nur unterhaltsam war, freue ich mich sehr über ein Like, abonniert gern meinen Kanal für weitere Videos und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu einzelnen Produkten habt, stellt es mir gerne unten in den Kommentaren, ich werde die Sachen verlinken. Und freue mich einfach, dass ihr dabei geblieben seid und nochmal vielen Dank an euch für 3000 Abonnenten. Ich konnte es ja gar nicht glauben, aber es ist endlich soweit. 3000 Abonnenten ist eine Hausnummer. Vor einem Jahr waren es gerade mal 1000 und ja, freue mich sehr über euch und eure Kommentare. Vielen Dank und ciao, euer Sini vom Ammersee.